Goldmedaillengewinner Matthias Steiner ist frisch verliebt. Anderthalb Jahre nach dem tragischen Unfalltod seiner Frau hat der stärkste Mann der Welt sein Herz verschenkt. Und jeder soll's sehen. Am Wochenende zeigte sich der Gewichtheber mit seiner neuen Freundin zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Ja, sie sind verliebt. Gewichtheber Matthias Steiner und Moderatorin Inge Posmick strahlten beim Ball des Sports am Samstag in die Kameras und zeigten zum ersten Mal öffentlich ihre Liebe. Einmal in unsere Augen gucken. Ich glaube, das spricht. Wir sind schon müde Augen, aber wir sind verliebt. Ja. Gefunkt hatte es schon bei ihrem ersten Treffen im Oktober. Seit rund 2 Wochen sind die beiden jetzt ein Paar. Die 38-jährige Moderatorin arbeitet und lebt in Berlin und ist 11 Jahre älter als Matthias Steiner. Für die beiden frisch Verliebten ist der Altersunterschied aber überhaupt kein Thema. Gibt's denn, ja? Also wir gibt's denn? Nö. Also wir wüssten von nichts. Also wir fühlen uns gleich alt. Für Matthias Steiner ist diese Liebe etwas ganz Besonderes. Denn im Sommer 2007 starb seine Frau Susanne bei einem Autounfall. Bei den Olympischen Spielen in Peking, am Tag seines größten Triumphes, berührte er die Zuschauer mit dem Liebesgeständnis an seine Frau. Die Goldmedaille gewann er nur für sie. Als die 22-jährige Susanne starb, brach für Matthias Steiner eine Welt zusammen. Anfang Dezember 2008 fiel das Urteil über den Unfallfahrer. 10 Monate auf Bewährung und 6 Monate Führerscheinentzug. Für den Gewichtheber eine weitere Enttäuschung. Ich wollte entweder die Wahrheit hören, wenn man es nicht weiß, dann einfach eine Entschuldigung. Die habe ich nicht bekommen. Nach 1,5 Jahren der Trauer hat der stärkste Mann der Welt jetzt sein neues Glück gefunden. Und für Inge Posmick sind Matthias, sagen wir, spezielle Körpermaße, kein Argument gegen die Liebe. Hätten Sie jemals geglaubt, dass es für diese Schulterbreite auch ein Smoking gibt? Na logisch, man kann sich alles heutzutage anfertigen lassen. Und so breit sind seine Schultern auch wieder nicht. Sie sind breit genug, aber so breit auch wieder nicht. Jetzt brodelt die Gerüchteküche. Von Hochzeit soll die Rede sein, einer gemeinsamen Wohnung. Doch bestätigt ist nur, dass die beiden nach einer langen Nacht zum Liebesurlaub nach Teneriffa aufbrachen. Dass sie beide in der Öffentlichkeit stehen, auch das spielt für die Beziehung keine Rolle. Das steht überhaupt bei uns nicht im Vordergrund. Jeder macht seinen Beruf. Ja? Und dann gibt es noch den privaten Matthias und die private Inge. Und das ist dann das sind wir. Genau. Die private Inge und der private Matthias, sie haben ihr Glück anscheinend gefunden. Und der stärkste Mann der Welt kann endlich wieder nach vorne blicken.